Seit Monaten wird über NSA und Spionagepraktiken diskutiert. Viele empören sich, macht man unter Freunden nicht sowas, ist ja klar. Sei eine ganz neue Qualität der Bespitzelung. Ganz so, als sei das alles völlig neu. Dabei feiern wir genau in diesem Monat ein Jubiläum. Vor 50 Jahren, im April 1964, entdeckten US-amerikanische Sicherheitsbeamte in der Botschaft in Moskau eine sehr kunstvoll verzweigte Abhöranlage. 40 Mikrofone ganz tief im Mauerwerk des Gebäudes verborgen. Happy Birthday Technik, und damit sind wir bei der nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Technik. Die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen. Der Big Brother Award 2014 in der Kategorie Technik geht an die Spione im Auto. Üblicherweise nennen wir die Schuldigen für Verletzungen der Privatsphäre gern beim Namen. Das ist in diesem Fall allerdings nicht so einfach, weil Hersteller von Kraftfahrzeugen, Zulieferer von Teilen und auch der Gesetzgeber derzeit eine so umfassende Beobachtung von Verkehrsteilnehmern aufbauen, dass die Teile nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind. Und nicht zuletzt sind einige der hier beschriebenen Technologien noch nicht serienreif. Wir vergeben den Preis darum für das geplante Gesamtwerk, um auf bedenkliche Tendenzen hinzuweisen. Fangen wir mit der halbwegs guten Nachricht an. Das auch unter Datenschutzaspekten viel kritisierte europäische Notrufsystem eCall, das über eine fest ins Auto eingesetzte SIM-Karte im Falle eines Crashs eigenständig einen Notruf absetzen kann, soll zumindest nach EU-Richtlinie keine Datenkrake werden. Soll. Denn diese SIM-Karten sollen nicht ständig im Netz eingebucht sein und Datenspuren hinterlassen. Allerdings ist es den Autoherstellern freigestellt, ob sie auf der SIM-Karte nur eine reine eCall-Funktion aktivieren oder auch bereits weitere Dienste freischalten. Dann verhält sich das eCall-Gerät nämlich genau wie ein normales Mobiltelefon und hinterlässt entsprechende Datenspuren. Der Autofahrer sollte also beim Kauf ganz genau nachfragen, was es mit dem Gerät da drin auf sich hat. Es gibt aber auch andere Entwicklungen rund ums Auto, die uns aus Datenschutzsicht große Sorgen machen. Aus den USA herübergeschwappt ist die Diskussion um den verpflichtenden Einbau eines Unfalldatenschreibers, einer sogenannten Blackbox, die im Falle eines Unfalls die relevanten Fahrzeugdaten, nämlich zum Beispiel Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Blinker etc. aufzeichnet. Hierzulande wird der verpflichtende Einbau skeptisch gesehen. Nicht zuletzt wegen der Überwachungsmöglichkeiten, die damit gegeben sind. Stichwort gläserner Autofahrer. Kaum jemand weiß jedoch, dass in den modernen Autos bereits eine solche Blackbox vorhanden ist. Zum Beispiel speichern die Airbag-Steuergeräte fast aller Hersteller bei der Auslösung eben jede Parameter, die für die Auslösung des Airbags relevant sind. Der Hersteller möchte sich damit dagegen absichern, dass ihm möglicherweise vorgeworfen wird, der Airbag wäre grundlos ausgelöst worden. Problematisch ist ein solcher Datenspeicher für den Autofahrer. Im Falle eines Unfalls oder möglicherweise auch schon bei einer schweren Verkehrsregelübertretung kann die Polizei das Fahrzeug und damit das Steuergerät beschlagnahmen und die dort gespeicherten Daten auslesen. Damit wäre aber das Aussageverweigerungsrecht des Autofahrers ausgehebelt. Der Fahrer sollte also zumindest über diese Blackbox informiert sein. Neben dem Airbag-Computer speichern noch viele weitere Geräte im Fahrzeug umfangreiche Daten, die Aufschluss über das Fahrverhalten geben können. Vom Motorsteuergerät bis hin zur Zentralverriegelung. Wenn das Auto in der Vertragswerkstatt an den Servicecomputer angeschlossen wird, zieht der Autohersteller wie mit einem großen Datenstaubsauger alle möglichen technischen Daten aus dem Bordsystem. Der Eigentümer des Autos wird darüber nicht aufgeklärt, geschweige denn um ausdrückliche Erlaubnis gebeten. Im Gegenteil, moderne Autos sind ohne diese Fehleranalysegeräte gar nicht mehr zu reparieren. Selbst das Service-Checkheft wird bei einigen Herstellern mittlerweile als Datenbank auf zentralen Servern gepflegt. Dabei besteht die Gefahr, dass auch Daten mit Personenbezug das Auto in Richtung Werkstatt verlassen. Die Autohersteller sehen diese Daten ganz selbstverständlich als ihre Daten an, wie VW-Chef Winterkorn
bekräftigt. Als Autofahrer bin ich da allerdings anderer Meinung und es wird wohl beim nächsten Werkstattbesuch eine kleine Diskussion geben. Ein unter Datenschutzaspekten gefährliches Konglomerat sind neue Komponenten von Bord-Entertainment- und Navigationssystemen. Das klassische Autoradio hat ausgedient, vor allem bei teuren Fahrzeugen. Anstelle eigener Entwicklungen bevorzugen die Hersteller Googles Betriebssystem Android. Mit dem Bordcomputer kann man damit nicht nur Radio hören und sich die schnellste Route anzeigen lassen, sondern über zusätzliche Apps auch sämtliche Google-Dienste und Webbrowser benutzen und sogar E-Mails und Twitter-Nachrichten direkt auf dem Bildschirm im Armaturenbrett ablesen oder sich sogar durch den Autolautsprecher vorlesen lassen. Wenn ich also die Vorzüge von modernen Bordcomputern nutzen will, werde ich zwangsweise an die Datenkrake Google verfüttert. Wie auch bei Mobiltelefonen ist die Google-Software für Android oftmals hochgradig Cloud-basiert. Die Daten werden nicht mehr auf dem Gerät verarbeitet, sondern auf den Servern von Google oder anderen Anbietern. Wenn sich also zum Beispiel der Autofahrer die kürzeste Route von A nach B berechnen lässt, wird dieses nicht vom Bordcomputer erledigt, sondern die Anfrage geht zum Navigationsdienstleister, wird dort berechnet und wieder zum Auto zurückgesendet. Dabei wird üblicherweise eine persönliche oder zumindest eine Fahrzeugkennung mitgeschickt, über die sich später sehr genau verfolgen lässt, wer wohin fahren wollte. Als Autofahrer sollte ich mir die Datenschutzbestimmungen der Dienste sehr genau durchlesen, um zu wissen, was mit meinen Daten passiert, wenn es denn überhaupt eine entsprechende Information gibt. Audi zum Beispiel leitet bei seinem Premium-Dienst Audi Connect sämtliche private Kommunikation via Twitter etc. durch ihre eigenen Server, angeblich aus Sicherheitsgründen. Auf Nachfrage war Audi nicht in der Lage, für diesen Dienst eine in Deutschland gültige Datenschutzerklärung zur Verfügung zu stellen. Nicht ganz neu sind Ortungsdienste, die seit Jahren in Premium-Autos eingebaut sind und im Falle eines Diebstahls das Auto wiederfinden sollen. Sie laufen immer mit und sammeln auch Daten, wenn das Auto nicht gestohlen ist. Einige Hersteller bieten als kostenpflichtigen Zusatzdienst ein permanentes Tracking an. Neugierige Eltern können damit ihre Kinder überwachen oder eifersüchtige Partner dem anderen hinterher spionieren. Die Technik dafür wird sich, dank eCall übrigens, zukünftig nicht nur in Premium-Autos finden, sondern in jedem Personenwagen. Und ganz besonders spannend sind diese Daten für Versicherungen. Aber spezielle Versicherungstarife, die auf eine Überwachung des Fahrverhaltens setzen, haben wir bereits im Jahr 2007 mit einem Big Brother Award bedacht. Liebe Autohersteller, auch wenn ihr euch nicht direkt angesprochen fühlt, weil die Daten ja von jemand anderem verarbeitet werden oder die Speicherung gar gesetzlich vorgeschrieben ist, ihr seid mit diesem Big Brother Award gemeint. Aber natürlich auch der Gesetzgeber, der zum Beispiel mit Systemen wie eCall eine technische Basis für datenschutzheikle Zusatzdienste liefert. Herzlichen Glückwunsch an euch alle zum Big Brother Award 2014. Herzlichen Dank, Frank Rosengart. Ja, und bei diesem Preisträger können sich jetzt viele angesprochen fühlen. Ist denn jemand da, der ihn stellvertretend vielleicht mitnehmen möchte, sich angesprochen fühlt? Ja, war ein bisschen zu erwarten. Schon viel an viele die Post rausschicken, dann klappt das dann vielleicht. Ja.